Der Call of Duty Infinite Warfare Guide zu der NW4. Das erste Call of Duty Infinite Warfare Video hier auf unserem Kanal, hier auf Elite Effect MZ. Ich habe mega Bock auf das Game, mir macht es übel viel Spaß und ich bin endgehypt, weil morgen ist es endlich soweit, ist der Zero wieder hier bei mir, hier im Bautzen. Es wird so viele geile Videos geben und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Klassenguide zu der NW4. Moin Leute und damit herzlich willkommen bei Elite Effect. Ich bin's wieder, T-Monster, und heute gibt's das erste Infinite Warfare Video und zwar heute der Guide zu der NW4. Die NV4 spiele ich am liebsten mit dem LV-Visier. Ihr könnt natürlich jedes beliebige Visier draufpacken, was ihr wollt. Nur empfehle ich das LV-Visier, das ist schön offen. Man sieht klar, wo man hinschießt, man hat dieses kleine Kreuz, wirklich top, und so spiele ich mit der einfach am liebsten. Außerdem habe ich noch drauf, der Vordergriff, der reduziert natürlich den Rückstoß der Waffe. Sie hat schon wenig Rückstoß, das muss man der Waffe lassen, und ein Vordergriff ist nicht zwingend notwendig. Entweder Vordergriff oder gezogener Lauf ist eigentlich eine Sache, die ihr selbst entscheiden müsst, aber ich auf jeden Fall lieber der Vordergriff. Und was auf jeden Fall ein Muss ist, ist bei jedem Sturmgewehr in Infinite Warfare der Schnellziehengriff. Ich bin kein Schaftspieler, das sage ich gleich, und ich finde es auch, es ist nicht wichtig, einen Schaft zu haben, man kann sich auch so schon gut bewegen. Natürlich nicht immer in einem hohen Tempo im Visier, aber schnell ziehen und Vordergriff ist für mich bei der NV4 einfach das Beste und was ich nur weiterempfehlen kann. Wenn jetzt hier irgendwie neue Leute dabei sind und ihr euch jetzt denkt, ey, gibt es denn auch noch andere Guides zu anderen Waffen? Ich sag's so, wie es ist. Unten findet ihr den Link zu der Playlist. Ihr findet dort sämtliche Waffenguides zu Infinite Warfare. Es wird mehr Guides geben. Das ist jetzt der erste. Das heißt, ihr habt natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, noch einen nächsten Guide zu sehen. Aktuell nicht. Aber vielleicht seht ihr das Video ja vielleicht irgendwann später. Und dann fragt ihr euch, gibt es vielleicht noch andere Guides zu anderen Waffen? Unten der Link. Der erste Link verweist euch zu der Playlist mit sämtlichen Waffenguides zu Infinite Warfare. Was finde ich eigentlich so geil bei der NV4? Die NV4 ist eine Waffe, die einfach eine wirklich easy Handhabung hat. Es gibt eigentlich keine, die man noch einfacher spielen kann als die. Die ist einfach wie ein Laser, also die ist laserartig, die hat einfach keinen Rückschlag. Einfach typisch wie eine M4, so wie man sie kennt. NV4, M4, das nimmt sich nicht viel. Und sie ist halt wirklich gut für Einsteiger. Jedoch fehlt mir auch ein bisschen was bei der Waffe. Das ist einerseits einmal diese Feuerrate. Ich wünsche mir einen kleinen Ticken mehr Feuerrate und du könntest schon besser mit der Waffe abgehen oder würdest öfters mal eine Situation, einen Gunfight und so weiter gewinnen, nur wenn die ein Stück mehr Feuerrate hat. Und außerdem für die Leute, die gerade neu einschalten, ihr könnt natürlich auch gerne mal auf den Kanal vorbeischauen, das wäre richtig geil. Und euch mal ein bisschen umschauen. Ich meine, wir machen alles, wir machen Tipps und Tricks zu Infinite Warfare und natürlich die Guides zu Infinite Warfare und natürlich auch ein bisschen billige Unterhaltung, weil ich meine, wir sind billig. Alles klar. Aber wie sieht mein NV4 Setup eigentlich noch aus? Und zwar habe ich noch die WHR-Granate, eine meiner Lieblingsgranaten, und ich muss auch sagen, ich spiele sehr gerne mit Granaten. Hier in IW, spielt dort einfach eure Lieblingsgranate oder vielleicht auch eine Taktikgranate, wenn ihr das wollt, aber die WHR-Granate, die hat mich schon so oft den Arsch gerettet. So geil, die Waffe. Also die Granate, ich spiele wirklich gerne. Was für mich diesen Guide eigentlich interessant macht, sind auch die Wahl der Perks. Und ich kann nur sagen, Leute, ich spiele Aussteiger. Es ist echt schade, weil es spielen meiner Meinung nach viel zu viele Leute. Ich muss es so weiterempfehlen, weil ich so am besten mit der Waffe fahren kann. Bei manchen Klassen brauche ich Aussteiger nicht, da spiele ich es auch nicht. Aber bei der NV4, ich finde einfach, es ist wirklich wichtig, dass du da Aussteiger spielst. Als zweites Perk spiele ich dann Hardliner. Natürlich, Hardliner gibt mir bei jedem Kill Bonuspunkte, damit ich schneller meine Streaks erreiche. Kommen wir zu Perk 3, Meisterschütze. Ja, Meisterschütze ist zurück. Wirklich eine geile Sache. Ich habe mich übelst gefreut, als ich das gesehen habe und man wieder Meisterschütze spielen kann. Wenn du im Visier bist, siehst du Gegner auf hoher Distanz eher mit einem roten Namen markiert und dann ihr Lebensbalken, was dir natürlich hilft, den Gegner auf Distanz eher zu sehen. Und außerdem habe ich noch ein viertes Perk mit, das wäre Totenstille. Für mich auch ein Infinite Warfare ein Muss. Ich bin Headset-Spieler, viele Gegner spielen mit Headset. Und vielleicht versaue ich es mir jetzt selber, dass dann viele Leute mit Totenstille spielen werden, aber du hörst keine Schrittgeräusche oder gibst keine Schrittgeräusche mehr von dir und auch keine Sprunggeräusche mehr. Das heißt, ich höre sogar beim Sprinten, wo andere Gegner langlaufen. So Leute, es wäre richtig geil, wenn ihr bis hierhin schon mal ein Like da lassen würdet, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat. Und ich würde jetzt sagen, wir fangen mal an mit dem zweiten Teil dieses Videos. So, den haben wir. So, nice, den haben wir. So, den haben wir auch. So, Drohne.
Konterdrohne raus. So, den haben wir auch. Mega geil. Okay, keine Munde mehr. Geil. Kann man machen. Ist mir noch nie passiert. Lol. Oh Gott. Das macht ja nichts. Wenn man das hat, dann geht's. So, wir sind kurz vor Warden. Mega. Scheiße. Ist mir auch noch nicht passiert. Na. No. Okay, nice. Warden haben wir. In Notfall halber meine andere Waffe aufgehoben. Luftunterstützung, der Warden regelt das Ganze. Jawohl, Leute, geil. Zweite Runde und es läuft. So, oh, oh, Volk, so 50 Kills haben wir. Show me your wonderful, wonderful. So, nehmen wir mal die Claw hier. Und da ist Warden Nummer 2. Oh, 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 oh. Hätte ganz schön ins Auge gehen können. So, nächsten Claw. Abschuss. Ich würde wirklich gerne gerade... nervt ein bisschen, dass wir die Dings nicht hatten. Weil wegen alle. Aber was soll's. Nein, oh, da kam der Spezialist. Ey, wir sehen es positiv. Jawohl, wir haben gewonnen. 29:3, Leute. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. So, Leute, das war schon wieder das Video. Ich hoffe, euch hat der erste Infinite Warfare Guide gefallen. Dann lasst mir das auf jeden Fall auch in den Kommentaren da. Lasst mich jetzt wissen, wie ihr das Video fandet. Und ja, ich versuche natürlich dann auch wieder jedes Kommentar zusammen mit dem Zero zu beantworten. Weil, wie gesagt, wenn ihr das Video jetzt vielleicht also erst am Sonntag seht, dann ist es nämlich so, dass der Zero dann nämlich schon längst bei mir ist und wir wahrscheinlich schon längst wieder das nächste Video aufnehmen. Und deshalb würde ich erstmal sagen, Leute, das war's von mir, euer Monster. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.